Gehabt euch wohl. Alle okay. Triff Vennelup in ihrem Haus. Okay. Na, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es Vennelup und den anderen geht. Die Jack so beschenkt hat. So. Oh. Entschuldigung. Schnell, komm her. Sonst kommen wir zu spät. Vennelup, wie geht es dir? Wow, ist alles in Ordnung? Nein! Sieh dir an, was dieser wahnsinnig große Friedhof mit meinem Haus gemacht hat. Er hat es mit Schädeln gefüllt? Ja, er kam mit einer hübschen kleinen Schachtel und sagte, es sei ein Geschenk zum Dreamlight-Tag. Ich öffnete sie und all diese Totenköpfe kamen heraus. Ich dachte, sie wären vielleicht ein cooles Power-Up oder eine neue Art von Währung, aber nein. Sie bringen nur alles durcheinander und sind mir im Weg. Und es stellt sich heraus, dass ich sie nicht verschieben kann. Ich weiß nicht, das ist irgendwie lustig. Warum hielt Jack Skellington das für eine so gute Idee? Ich wusste, dass etwas Seltsames passieren würde. Hey, er ist ein Skelett, richtig? Bedeutet das, dass er eigentlich kein Gehirn hat? Manchmal frage ich mich das auch. Oh, ouch, das tat weh. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ich kann sie nicht zertrümmern. Ich habe Ralphs charakteristischen Schlag ausprobiert, aber jetzt ist meine Hand nur noch klebrig. Mach dir keine Sorgen, Vennelup. Ich helfe dir. Mir fällt schon was ein. Dankeschön! Okay, finde heraus, wie du die süßen Schädel in Vennelups Haus entfernen kannst. Graben? Nee. Gießen? Ah, sie schmelzen. Natürlich, das ist ja Zucker. Puff. Oh je, die schöne Arbeit. Okay, das hätten wir schon mal. Oh je, ich bin gespannt, was mit Scar ist. Das war ja schon mal kein guter Start. Halt, Moment. So. Und Scar. Wo ist Scar? Da ist er. Auf der einen Seite meint es natürlich gut und auf der anderen, ja, ist gut gemeint. Nicht so gut. Er müsste hier oben sein, da. Oh, ich komme hier gerade nicht mehr herum. Du da, ich brauche dich. Da bist du ja endlich, Jurchen. Geht es dir gut? Ich habe gehört, dass Jacks Geschenke zum Dreamlight-Tag ein bisschen seltsam geworden sind. Seltsam, wie du es beschreiben würdest. Ich hingegen würde sagen, dass es eine Beleidigung der Würde und äußerst unangebracht ist, um nur einige Beispiele zu nennen. Was ist mit deinen Geschenken passiert? Nichts Gutes. Es reicht, wenn ich sage, dass ich eine Wiedergutmachung brauche. Kümmere dich darum, Jurchen, bevor ich gezwungen bin, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Okay, okay, ich schaue mir alles an. Wenn du fertig bist, schlage ich vor, dass du dich schnell aus meinem Haus verziehst. Ich bin nicht in der Stimmung für Gäste. Du hast Eieieiei. Hurra. Eieieiei. Okay, betritt Scars Haus, um die Beleidigung seiner Würde zu sehen. Na, darum wollte sich ja Jack selber kümmern. Okay, das ist... Das ist... Ich meine, ich finde sie irgendwie cool. Wartet mal, ich muss immer mal, ja so. Ich finde es irgendwie gut. Entferne die Gemüseantilope ins Gashaus. Oh, na wenigstens kriegen wir das Gemüse wieder. Aber hey, Jack hat sich so die Mühe gegeben. Und jetzt müssten wir das alles wieder kaputt machen. Oh, wenigstens kriegen wir das Gemüse wieder. Okay, sprich mit Olaf. Oh weh, oh weh. Ach ja, Olaf. Olaf ist da. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Hier drüben! Olaf, ich habe gehört, dass du in Schwierigkeiten steckst.
Geht's dir gut? Oh, ich bin froh, dass du hier bist, Jürchen. Es war furchtbar. Alles wird gut. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Was hat Jacks Geschenk zum Dreamlight-Tag bewirkt? Nun, es gab ein Buch. Sprich weiter. Ich öffnete es und es war voll von Fakten. Erzähl weiter. Ich dachte, du magst Fakten. Horror! Aber es waren nicht nur ein paar belanglose Fakten. Das Buch, es ist voll mit allen möglichen wissenswerten Dingen. Ich habe nur eine Seite gelesen und konnte spüren, wie das Wissen in meinen Kopf strömte. Und ich wusste, wenn ich das ganze Buch lesen würde, wüsste ich alles, was es zu wissen gibt. Ich würde also nie wieder die Freude haben, einen neuen Fakt zu lernen. Okay, jetzt verstehe ich, warum du so verärgert warst. Hast du eine Idee, was du mit dem Wissensbuch machst? Nun, auf der ersten Seite gab es eine interessante Information, die helfen könnte. Wusstest du, dass manche Kulturen glauben, eine Kamera könnte den Geist einer Person einfangen? Wenn ich also Bilder von dem Wissensbuch mache, kann ich Jacks Magie vielleicht einsperren? Vielleicht, es ist ein Versuch wert. Toll, ich bin dabei. Oh, aber es ist nicht nur ein Buch, Jürchen. Irgendwie hat das eine Buch mehr Bücher erschaffen. Auf Wiedersehen. Buch? In der Nähe von Olafs Haus. Also hier. Na, mal sehen. Na. Zack, weg ist es. In der Nähe der Brücke in den eisigen Höhen. In der Nähe der Brücke? Ach so, die Brücke. Nicht hier die Steinbrücke, sondern hier diese Brücke. Da. Oh je. Ja, das sieht nicht so gut aus. Puff, weg. Und in der Nähe des Stegs am schillernden Strand. Okay. Hm. Oh je, der Arme. Kann einem schon so ein bisschen leid tun. In der Nähe des Stegs. Okay. Ich sollte wieder mal ein bisschen mehr so Sachen essen, damit ich ein bisschen schneller laufen kann. Ah, hier. Oh. So, und weg ist es. Was hat Jack mit Mini gemacht? Schau in ihrem Haus nach, um es herauszufinden. Ach du je, Mini. Oh nein, Mini. Und jetzt mache ich mir Sorgen. Das war einfach zu viel des Guten. Oh, ich muss mit dir reden. Mini, geht es dir gut? Hat Jack dir ein furchtbares Geschenk gemacht? Oh nein, Jack hatte das wunderbarste Geschenk für mich. Hatte er... Ja, ich kam zurück in mein Haus und fand einen mysteriösen Brief mit der Aufschrift Fröhlicher Dreamlight-Tag. Und dann wurde alles dunkel. Als ich mich umdrehte, um den Lichtschalter zu finden, steckte ich meine Hände in etwas, das kalt und glitschig gewesen ist. Nein! Ja! Ich schaute weiter, aber das nächste, was ich bemerkte, war, dass meine Hände voll von etwas waren, das sich wie Augäpfel anfühlte. Das klingt schrecklich. Jack hat einige Fragen zu beantworten. Das kommt mir bekannt vor. Haben die Eingeweide und Augäpfel nach Essen gerochen? Als das Licht wieder anging, stand ein Teller mit kalten Spaghetti und eine Schale mit geschälten Weintrauben vor mir. Oh, Jack hat dir also ein klassisches Spukhauserlebnis geschenkt. Aha, das hat er. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich frage mich allerdings, Jack verbringt so viel Zeit damit, sich zu überlegen, wie er andere Leute erschrecken kann. Aber wann hat sich schon mal jemand die Zeit genommen, ihm Angst zu machen? Das ist eine gute Frage, Mini. Wie wäre es, wenn wir die Initiative ergreifen und loslegen? Genau das habe ich auch gedacht und ich habe eine Idee. Wirklich? Was könnte jemanden wie den Kürbiskönig höchstpersönlich erschrecken? Nun, er hat erwähnt, dass er früher einen Erzfeind hatte. Wie wäre es, wenn wir die Idee von Oogie Boogie verwenden? Ja, vielleicht können wir ihn überzeugen, dass Oogie Boogie auch ins Tal gekommen ist. Das könnte Jack Angst machen. Lass uns versuchen. Ich habe schon einige Oogie Boogie Fanclub-Schilder und einen Oogie Boogie Shirt gemacht. Vielleicht kannst du sie benutzen, um Jack auszutricksen.
Oh mein Gott, Mini, du bist ja kreativ. Oh nein. Wenn du jedem Wenn du in jedem Biom ein Schild anbringst, wird Jack sie bestimmt sehen. Danke, Mini. Gern geschehen. Oh, und wenn du ihm wirklich einen Schrecken einjagen willst, dann benutze einen Hauch von Magie mit diesem Motiv von Oogie Boogie. Oh. Was ist das? Okay, ein Shirt von Oogie Boogie. Also das ist schon irgendwie süß. Ja. Da brauche ich jetzt aber eine passende Hose. Lilane. Ich weiß ja nicht, ob die schick ist. Geometrisch umgeschlagene Hose. Blaue Kummerbundhose. Ach komm, wir ziehen die an. Dann müssen auch die Flügel ein wenig anders sein. Und wir werden uns wieder Hörnchen aufsetzen. So. Dann. Jetzt drehe ich voll auf. das kommt weg. So, das passt. Keine Handschuhe. Ja, das passt soweit. Die Schuhe. Jetzt wird hier voll aufgedreht. So. Ja, wunderbar. Ah, wunderbar. Und was hat jetzt hier Mini uns gegeben? Oh mein Gott. So viele schöne Muster für ein T-Shirt. Oh, wie schön. Aber das T-Shirt ist schon ziemlich cool. Okay. Platziere in jedem Biom vom Dreamlight Valley Schilder von Oogie Boogie. Jetzt kommt die süße Rache. Ein Schild von Oogie Boogie. Okay. Wisst ihr was? Ich stelle die hier neben die von Dagobert. Obwohl, die müssen ja in jedem Biom wenigstens eins sein, ne? So. Schildernder Strand hat eins. Warte mal. Ja, so, da. Dann Richtung des Vertrauens. Ich stelle die alle hier mal so ein bisschen immer in die Nähe von den Eingängen. Und oh, es wird sehr passig. So, das vergessene Land hat einen. Das hat auch schon einen. Sehr schön. Der Hauptplatz. Der bekommt natürlich auch ein Schild. So. Dann kommt eins noch hier hin. So, und natürlich die eisigen Höhen. Natürlich auch. So. Oh, Jack. Was ist nur passiert? Oogie Boogie ist wieder da und wir sind ein Fanclub davon. Nein, ich glaube, natürlich dass nicht. Wir jetzt hier sind, übersteigt selbst die Vorstellung. Ich habe einige sehr beunruhigende Schilder im Tal gesehen, Julchen. Hm. Warte, was trägst du da? Oh, dieses alte Shirt? Ja, warum sehe ich überall Schilder meines alten Erzfeindes? Weißt du, ich bin die Präsidentin des Oogie Boogie Fanclubs. Oh. Was? Er ist gestern im Tal angekommen und alle lieben ihn. Er will sich mit dir treffen. Ich werde versuchen, mehr Insekten zu ermutigen, hier zu leben. Warum hattest du jemals Streit mit ihm? Eine Million Gründe. Zum Beispiel der Versuch, Niki Graus zu töten. Er sagt immer noch Niki Graus, ne? Vielleicht war das nur ein großes Missverständnis. Nein, das ist ernst. Ich muss einen Plan haben. Ach komm schon. Okay, ich muss reinen Tisch machen. Oogie Boogie ist nicht im Tal. Das war nur ein Scherz. War es? Ja, es war die Idee von Mini. Sie wollte dir einen Schrecken einjagen. Oh, wie nett von ihr. Was für eine nette Art, mich im Tal willkommen zu heißen. Heißt das, dass der Dreamlight-Tag ein Erfolg war? Alle haben ihre Überraschungen geliebt?
Naja, nicht ganz. Nicht einmal Minnie? Nun, Minnie liebte ihre. Alle anderen waren nicht erfreut. Du hast den Leuten einen gehörigen Schrecken eingejagt. Fühlst du dich nicht ein bisschen schlecht? Aha. Weil ich sie erschreckt habe? Natürlich nicht. Ich bin der Kürbiskönig, Jürchen. Gruselige Schauer zu verbreiten ist mein Job. Nun, ich passe auf jeden Bewohner des Tals auf. Vielleicht sollten wir uns darauf beschränken, die Leute zu erschrecken, die wirklich erschreckt werden wollen. Okay? Ich nehme an, du hast recht. Ich wollte, dass die Dorfbewohner meine schrecklichen Überraschungen genießen. Aber es scheint, dass Angst nicht jedermanns Sache ist. Aber da es aber einigen gefällt, habe ich schon Ideen für den Dreamlight-Tag im nächsten Jahr. Lass uns das erst einmal auf Eis legen. Oh, nun gut. Oh, dann solltest du das hier nehmen. Ich nehme an, dass ich diesen Teil meiner Erforschungen nicht mehr brauche. Und nimm auch das hier. Eine besondere Überraschung nur für dich. Oh. Die Planungen für Weihnachten. Danke, Jack. Du kannst bei Halloween bleiben. Dann erwarten die Leute wenigstens etwas Gruseliges von dir. Ja, ja, damit kann ich arbeiten. Pass auf, Julchen. Nächstes Halloween wirst du einen Schrecken erleben, den du so schnell nicht vergessen wirst. Ich hoffe es. Weihnachtsexperimente.